Wir haben uns mit den Harpunen rausgeschossen, gar kein Problem. Ach du Scheiße, ja, Sven, ja, großes Lob. Ja, Svenny, ey, mit der Harpune. Reparieren bitte. Wir müssen reparieren, wir laufen voll. Gar kein Problem. Die blöden Verwirrung ja vor Captain Jack Sparrow. Bevor wir untergegangen sind, sind wir durchs Portal. War das nur das eine Loch? Dann haben wir es. Ja, das war nur das eine Loch. Traditionally. One employs a technique known as Segeln. Man nennt sie Segeln, ja. Es geht ja schon los jetzt. Ja, aber easy. Weißt du nicht mal, das hast du ausgefangen. So. Das ist verfreut. Was denn an? Ja, also butterweich kann ich dazu nur sagen. Hust, hust. Wie auch irgendein psychischen. Ja, nee. Muss halt noch auspacken. Ich glaube, die Technik nennt man Segeln. Ja. Ey, gut, dass es diese Happen. Ja, sonst wären wir da nicht rausgekommen. Sonst hätten wir versuchen müssen, daraus zu schwimmen. In der Hoffnung, dass das dann. Etwas hurtig, ja. Los, los. Ist er denn jetzt gleich wieder real life? Wir werden sehen. Also sind wir jetzt im Zwischenreich? Steht da nicht mehr. Oh, er ist aber hier die Black Pearl hinter uns. Oder was? Nee. Das ist einfach nur. Ich habe ja noch einen schwarzen Bildschirm, also übertreibe. Das sind andere Schiffe. Wir haben irgendwie königliches Geleit. Warum nicht, ist es auch unser Geleit? Hat die Leiter gar nicht. Wo lang müssen wir? Wir haben ja keinen. Wo steht er denn? Ach, hier. Oh, ist weg. Die Leiter nicht hoch. Ja, hatte ich schon vergessen. Wo kommt ihr die Leiter hoch? Creepy, creepy. Soll das gerade nicht sein. Aber das sind potenziell ja Spielerschiffe hier, ne? Oder Geisterschiffe. Oh, hier ist ein Papagei. Die drehen ab. Oh, ist der süß. Ein Ara. Immer noch kein Haupttier. Hier auch nicht. Immer schön auf Kurs bleiben, sagt der Papagei. Ja, das kann ich. Ja, weiß ich nicht. Also hier ist es sehr neblig. Ja, einfach auf Kurs bleiben, sagt er. Mehr machen können wir eh nicht. Machen Sie denn hier? Diese Zwischenfahrten verstehe ich aber auch immer nicht. Warum die so lang sind, ne? Ja. Oh, guck mal, der Nebel. Die Sonne geht auf. Ja, es war diese Insel, kannte ich gar nicht. Für eine Insel, die noch kommen wird. Ja, Tortuga. Der könnte doch sein. Oh, na, Tortuga. Ach so, das war ein Abschluss. Nice one. Boah, High Five. Das ist ein High Five. Das ist ein High Fist, was du da machst. Berg, Berg. Komm, Ballig. Le Bootman fährt da auch immer noch mit. Und der Krise, Bro. Ja. Und Svenjamin. Und die Svenjamin. Weiß nicht, wo die steht. Die steht so weit vorne. Ganz vorne. Achso, das. Unter Deck. Vom Bord gegangen. Am Herd. Wir liegen ja auch ganz schön tief im Wasser da. Ja, das war's. Gesunken. Ja, starte vom Checkpoint neu. Das war aber schön in der Taverne mit den alten Geschichten. Das fand ich cool. Ja, aber auch mit. Da hätte man sich noch ein bisschen umgucken können. Aber für euch ist geil, das natürlich nicht unbedingt schon untermalt. Ja, gut, aber dann müssten wir doch das jetzt abgeschlossen haben. Oder? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl, Leute. This will make story. Wo ist er? Was ist denn? I would appear to still be dead. A bit disconcerting. Immer noch tot, der steht hier unten. Not as much as aber er lebt jetzt. Dann sag mal, wenn wir alle hier unten stehen und mit Captain Jack reden, wer steuert denn eigentlich das Schiff? Schwierig. Da kümmern wir uns gleich drauf. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Sehen wir uns gerade abgeschlossen. Da haben wir es doch geschafft. Und er ist auch weg. Jawohl.
Und wir haben den dritten Teil abgeschlossen. Zwei oder einer kommen noch. Jawohl, und die werden wir uns dann beim nächsten Mal sehen. Wenn es wieder heißt Sea of Thieves mit dem Bip. Ja, ich bin der Bip und einem Chris Bro. Und der Svenja. Und der Bob. Ja, kein Ding, Mann. Gut gemacht. Ciao. Ciao. Ja. Ciao.